Die letzten 957 Tage habe ich versucht, online Geld zu verdienen und mir etwas Eigenes aufzubauen. Ich habe YouTube getestet, Print on Demand und Affiliate Marketing. Aber habe ich es auch geschafft, dadurch im Internet Geld zu verdienen? Am 01.01.2021 ging meine Reise los. Ich habe mir das Ziel gesetzt, online Geld zu verdienen. Nachdem ich mir sehr, sehr viele Videos angeguckt habe, wie man online Geld verdienen kann, bin ich auf ein Video gestoßen über das Print on Demand Business. Und das war auch das erste Projekt, mit dem ich angefangen habe. Entschieden habe ich mich dafür, weil es sich sehr simpel angehört hat und die Ergebnisse von den anderen mich wirklich sehr, sehr beeindruckt haben. Beim Print-on-Demand-Business erstellt man Designs, die auf Print-on-Demand-Plattformen hochgeladen und dann von denen auf T-Shirts und anderen Produkten gedruckt werden. Pro Verkauf bekommt man dann eine Provision. Also habe ich angefangen, Designs zu erstellen und die waren zu Beginn wirklich schrecklich, aber ich habe sie trotzdem auf den Plattformen Spreadshirt, Kindle Direct Publishing und Merch bei Amazon hochgeladen. Am 14.01. habe ich dann einen YouTube-Kanal erstellt, mein zweites Projekt, wo ich meinen Weg von dem Print-on-Demand-Business dokumentieren wollte. Und das mache ich auch bis heute mit mindestens einem Einnahmenvideo pro Monat. Tatsächlich hat sich im Print-on-Demand-Business schon am 13.01. etwas bei Merch bei Amazon verkauft und das hat mich so unglaublich motiviert, dass ich bis März bereits 1000 Designs erstellt habe. Allerdings kann man bei der Plattform Merch bei Amazon am Anfang nur 10 Designs hochladen und erst bei 10 Verkäufen dann 25, bei 25 Verkäufen dann insgesamt 100 und so weiter. Deshalb ging es bei Merch bei Amazon erst ein bisschen später dann richtig los. Ich hatte also meinen Hauptfokus auf das Print-on-Demand-Business, wofür ich im ersten Jahr annähernd jeden Tag Designs erstellt habe und den YouTube-Kanal, wo ich meine Einnahmen vom Print on Demand Business zeige und meine Erfahrungen teile. Und nach meinem ersten Jahr war ich am 01.01.2022 schon weiter, als ich ein Jahr zuvor gedacht hätte. Im Print on Demand Business hat sich Merch bei Amazon eindeutig als beste Plattform herauskristallisiert und ich hatte Einnahmen bei Spreadshirt von 453,02 € netto, bei Kindle Direct Publishing 193,22 € und bei Merch bei Amazon waren es 4.363,66 €, wobei ich allein im Dezember dort schon 2.069,78 € verdient habe. Einkommensteuer fällt dort nicht an, weil ich unter dem Freibetrag war. Nach dem ersten Jahr hatte ich 1000 Designs bei Merch bei Amazon online und so viel bei Spreadshirt und Kindle Direct Publishing. Insgesamt waren es durch das Print-on-Demand-Business 5.914,57 € Einnahmen in meinen ersten 365 Tagen. Das ist jetzt natürlich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr wenig für ein Jahr Arbeit, aber wartet auf die nächsten anderthalb Jahre. Bei YouTube muss man erstmal 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime erreichen, um ins Partnerprogramm zu kommen und dann Geld durch die Videos verdienen zu können. Am 14.01.2022, also exakt ein Jahr nachdem ich den YouTube-Kanal erstellt habe, hatte ich 863 Abonnenten und eine Watchtime von 2268 Stunden. Mir fehlt also noch ein bisschen was, um ins YouTube-Partnerprogramm zu kommen. Am 21.07.2022 habe ich es dann aber endlich geschafft und mein erstes Geld mit YouTube verdient. Im restlichen Juni waren es noch 26,85 €, die ich verdient habe und in meinem ersten vollen Monat August sind es 99,61 € gewesen, obwohl ich nicht viele Videos im August hochgeladen hatte. Das liegt einfach daran, dass man auch durch alte Videos immer weiter Geld verdient, wenn sie angeklickt werden. Dann hat ein Video von mir auf einmal sehr, sehr viele Aufrufe bekommen und die Einnahmen bei YouTube sind dementsprechend auch gestiegen. Und auch im Print-on-Demand-Business ging es wieder bergauf, nachdem die vorherigen Monate ein bisschen schlechter waren. Im November 2022 habe ich dann mit Affiliate Marketing angefangen und die Tools, die ich für das Print-on-Demand-Business benutze, einfach unter meinen YouTube-Videos und auf Instagram verlinkt. Und wenn jemand darüber etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision vom Kaufpreis, aber das Produkt wird nicht teurer. Zu Black Friday habe ich dann bei Flying Upload eine Rabattaktion mit Verlosung eines gratis Jahrespakets gemacht und dadurch habe ich mein erstes Geld durch Affiliate Marketing verdient. Also für jeden Einzelnen, der über meinen Link etwas kauft, vielen, vielen Dank. Und kleine Ankündigung, dieses Jahr wird es auch wieder eine Rabattaktion geben. Im November und Dezember 2022 ist auch mein Print-on-Demand-Business durch die Decke gegangen und ich hatte im Dezember neue Rekordzahlen beim Umsatz und auch beim Gewinn, wo die Werbung schon abgezogen ist. Bei YouTube lief das Ende des Jahres leider nicht so gut. Die meisten verdienen in den Wintermonaten durch das Weihnachtsgeschäft am meisten und dafür im Sommer viel weniger, aber bei mir ist es komischerweise genau umgekehrt. Trotzdem war insgesamt mein zweites Jahr eine sehr, sehr starke Steigerung zum ersten Jahr und auf YouTube habe ich insgesamt bis dahin 729,96 € verdient. Mit Affiliate Marketing waren es 524,53 € und durch Print on Demand konnte ich alleine im zweiten Jahr einen Umsatz von 24.663,35 € und einen Gewinn von 12.281,10 € erzielen. In 2023 ging es im Print-on-Demand-Business bei Merch bei Amazon auch weiter nach oben im Vergleich zum Vorjahr. Bei Spreadshirt und Kindle Direct Publishing lade ich seit Ende 2022 schon keine Designs mehr hoch, aber ich erziele dort trotzdem noch weiter regelmäßig Verkäufe. Die Gesamteinnahmen der beiden Plattformen Spreadshirt und Kindle Direct Publishing sind nach 957 Tagen für diese Zeit sehr gering, allerdings verdiene ich dadurch passiv die nächsten Monate und vielleicht sogar die nächsten Jahre weiter Geld. Bei YouTube habe ich seit Anfang
2023 mehr Zeit in den Videoschnitt gesteckt und das hat sich auch ausgezahlt, denn im Februar hatte ich mein bestes Video jemals bis jetzt und dadurch sind die Einnahmen auch ordentlich angestiegen. Aktuell hat es sich bei so 100 Euro im Monat eingependelt. Bevor wir zum Gesamtergebnis kommen, schauen wir uns meine Einnahmen aller drei Projekte vom letzten Monat an. Durch Affiliate Marketing kam letzten Monat lediglich 4,26 Euro rein bei Flying Upload. Danke an die Person, die über meinen Link gekauft hat. Bei YouTube hatte ich im Juli über 14.000 Aufrufe und habe damit bei einem CPM von 24,36 Euro im Durchschnitt Einnahmen von 112,21 Euro erzielt. Im Print-on-Demand-Business lief es im Juli nicht so gut und die Verkäufe gingen weiter zurück, was aber relativ normal ist zur Sommerzeit und gegen Oktober bzw. jetzt auch schon im August ziehen die Verkäufe wieder an. Bei Spreadshirt konnte ich im Juli gerade mal 44,48 Euro mit 21 Verkäufen erzielen und bei Kindle Direct Publishing waren es wenigstens 42 Verkäufe mit Einnahmen von 79,57 Euro. Bei meiner besten Plattform Merch bei Amazon gucken wir mal in meinen Account rein. Bei Merch bei Amazon kann man auf 7 Marktplätzen verkaufen, allerdings lade ich hauptsächlich Designs auf dem US-Marktplatz hoch. In Japan hatte ich letzten Monat keine Verkäufe, insgesamt auch nur 2 Verkäufe, weil ich hier keine Designs mehr hochlade. In Spanien hatte ich letzten Monat 7 Verkäufe mit Einnahmen von 26,19 Euro, insgesamt 133 Verkäufe hier auf dem Marktplatz und über 400 Euro an Einnahmen. In Italien waren es letzten Monat 13 Verkäufe mit 30 Euro an Einnahmen und hier habe ich insgesamt 130 Verkäufe mit ca. 350 Euro an Einnahmen. Dann zum französischen Marktplatz, dort läuft es bei mir nicht so gut, 5 Verkäufe letzten Monat, 15 Euro Einnahmen und insgesamt 58 Verkäufe und 165 Euro eingenommen. Auf dem UK-Marktplatz waren es letzten Monat 18 Verkäufe mit 50 Pfund an Einnahmen und hier habe ich insgesamt schon 232 Verkäufe mit Einnahmen von 715 Pfund. Dann zu meinem etwas besseren deutschen Marktplatz, da konnte ich letzten Monat schon 109 Verkäufe erzielen mit fast 400 Euro an Einnahmen und insgesamt habe ich hier 3660 Verkäufe und ein bisschen mehr als 13.000 Euro eingenommen. Dann zu meinem besten Marktplatz, den USA und hier läuft es diesen Monat auch wieder deutlich besser. Seht ihr hier schon zur Mitte des Monats 310 Verkäufe. Letzten Monat insgesamt waren es 476 Verkäufe, fast 2.000 Dollar an Einnahmen und hier habe ich bereits insgesamt 7.911 Verkäufe erzielt und Einnahmen von 32.788 Dollar. Designs habe ich hier mittlerweile fast die kompletten 10.000 online und Produkte sind es über 300.000. Insgesamt beim Merch bei Amazon sind das 587 Verkäufe mit Einnahmen von 2.375,06 Euro. Darunter seht ihr die Werbeausgaben und dadurch kommt ein Gewinn von 1.142,15 Euro hier beim Merch bei Amazon im letzten Monat zustande. Insgesamt nach 957 Tagen habe ich alleine auf YouTube 1.722,81 Euro verdient. Durch Affiliate Marketing sind es Stand heute 811,12 Euro und bei meinem erfolgreichsten Projekt Merch bei Amazon konnte ich in 957 Tagen einen Umsatz von 48.072,31 Euro erwirtschaften, minus Werbeausgaben 23.836,36 Euro Gewinn erzielen. Mit allen drei Projekten zusammen habe ich im letzten Monat 1.373,12 Euro verdient und insgesamt sind es 26.370,29 Euro, die ich nach 957 Tagen Online-Geld-Verdienen-Testen verdient habe und auch keine Einkommensteuer darauf zahlen muss, da ich unter dem Steuerfreibetrag die letzten Jahre war.